Jetzt ist das Thema Best Practice, Beschaffung von agilen Projekten mit dem Agile Agreement. Thomas Molitor von CrossMind. Gut. Auf die Frage vorhin von... Die erste Frage war es, wenn ich eben den besten... für mich besten Mindset passenden Lieferanten hätten und er ist nicht der wirtschaftsgünstigste, wäre meine Antwort gewesen, dann haben Sie die falschen Zuschlagskriterien. Die müssen man natürlich auch ändern, wenn man die Agile ausschreibt. Eben, Agile Agreement, ich war schon 2-3 Mal da. Damals kam ich aus der Privatwirtschaft, habe viele Projekte mit diesem Modell in der Privatwirtschaft umgesetzt. Wir kamen dann hin und gesagt, mach das in der öffentlichen Beschaffung. Hat noch keine Erfahrung. Jetzt haben wir verschiedene Projekte. Wir sind an der 4. Ausschreibung mittlerweile, die wir nach diesem Modell durchführen und sind recht erfolgreich mit diesem Ding. Ich möchte euch heute 2 Dinge mitgeben. Das eine ist ein Paradigmawechsel. Wir haben schon viel darüber gehört. Ich möchte das aber nochmal präzisieren. Und das andere ist dann, eine Lösung zu bieten, wie, dass man einen Lösungsvorschlag, das Agile Agreement ist ein Lösungsvorschlag, man kann auch daraus irgendwelche Dinge nehmen, wie einen Baukasten, und dann natürlich sich dort bedienen und das etwas anders tun. Das ist einfach mein Baukasten, den ich Sie vorschlage, so zu tun. Ich möchte Sie davon überzeugen, dass das heutige Recht, das wir haben, kein Problem ist. Mit diesem können wir arbeiten, wir können Beschaffung von agilen Projekten tun, das ist kein Problem. Wir haben genügend Raum, wir müssen nicht warten auf das neue Beschaffungsgesetz. Natürlich gibt es dort noch zwei, drei Dinge, die uns vielleicht noch mehr helfen werden, aber es geht ohne weiteres heute. Und das andere, ich bin überzeugt, dass wir werkvertraglich heute Verträge machen können oder beschaffen können zu einem fixen Preis, zu einem fixen Termin mit einem offenen Scope. Gut, die Kunst ist, wir müssen das Spiel verändern oder anfangen es zu verändern. Es ist bei jedem von uns, wenn wir es nicht einzeln anfangen zu tun, dann macht es keiner. Also hier der Aufruf an Sie alle, bitte, die in dieser Position sind, die beschaffen, die Möglichkeit haben, diese Gestaltung in Beschaffung zu machen, bitte tun Sie es. Fangen Sie an, es anders zu tun als bis jetzt. Ohne Sie wird es nicht gehen. In diesem Kontext ist mir wichtig, jetzt, wenn wir über Softwareentwicklung oder Softwareintegration sprechen, dass es nicht ein normales Gut ist. Es ist nämlich eine intellektuelle Dienstleistung. Und jetzt ist die Frage, was ist so eine? Ich habe in der NZZ von Herrn Weimann ein schönes Zitat, und er sagt, das beruht eben auf der kreativ-schöpferischen Leistung. Wenn wir jetzt Softwareentwicklung haben, dann wird das immer verglichen mit der Beschaffung von Baugewerbe. Man sagt immer, oh, das ist das Gleiche, ein Haus bauen, da habe ich auch einen Architekten, der plant mir das, und dann kommt einer hin und macht die schönen Ziegelsteine hin und baut mir das aus. Gefährlicher Vergleich. Weil, auf das möchte ich jetzt eben eingehen, wo ist denn der Unterschied? Im Bauwesen, wenn wir sagen, das ist so das Vorhaben, das wir machen auf dieser Strecke, dann besteht das aus Engineeringleistungen, Architekten, Ingenieure, die Dinge berechnen, die geistige Wertschöpfung sind, und Bauausführung. Ich würde jetzt mal behaupten, so flach durch alle Bauwesen, gibt natürlich unterschiedliche, ist das 20% Engineering und 80% Ausführung. In Softwareentwicklungsprojekten ist das leider etwas anders. Dort haben wir nämlich 99:1. Das Problem ist, wenn wir Engineering machen oder in der Softwareentwicklung auch Softwarecode schreiben, ist geistige Schöpfung. Ich habe den nicht genau so geplant, wie ich den da schreibe, sondern während dem Schreiben verändere ich gewisse Dinge oder suche mir einen Weg, einen Lösungsweg, um das zu tun. Das vorab alles zu planen, wäre unmöglich oder wäre so ein Riesenaufwand, dass es keiner tut. Das Bauen, das Effektive, ist der Knopf, den ich zum Schluss drücke und sage Compile.
Oder wenn ich jetzt ein hochautomatisiertes System habe oder eine hochautomatisierte Auslieferungskette mit Continuous Integration und Deployment, dann sind es vielleicht nicht 1, sondern 2-3%, aber es bleibt ein sehr kleiner Anteil. Und das ist der wesentliche Unterschied und darum müssen wir das auch anders beschaffen und können es nicht wie ein normales Gut tun. Darum, wie machen wir das? Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten, um eben intellektuelle Dienstleistungen, darunter auch Softwareentwicklung oder agile Softwareentwicklung zu beschaffen. Ich kann sourcen. Aufträge, Personalverleih, Dienstleistungen, was auch immer, gehört für mich also unter diesen Begriff. Das Problem ist aber das gesamte Risiko für die Ausführung dieser Geschichte ist bei mir bei der beschaffenden Stelle. Ich muss das Projekt steuern, ich muss schauen, dass die Leute arbeiten. Die Leute, die ich kriege, die sind grundsätzlich da, um Stunden abzuarbeiten, haben keinen Leistungsgegenstand, gegen den sie arbeiten, vertraglich. Gut, dann kann ich einen klassischen Werkvertrag nehmen. Im alten Verständnis auch schwierig, weil wenn ich das klassisch betrachte oder ein klassisches Projekt nehme, dann spezifiziere ich alles zu Tode, nehme dann das und führe es dann irgendwie agil oder irgendwie aus. Also verliere ich alle die Vorteile, die ich eigentlich mit der Agilität haben möchte. Aus meiner Sicht bin ich im Dilemma. Ich sollte eigentlich eine Kombination haben. Ich möchte eigentlich Ressourcen haben, die gegen ein Werk, gegen einen Gegenstand arbeiten können. Die Frage ist nun, wie mache ich das? Auf dem Markt beobachten wir eben dies. Also es wird da nichts gemacht, weil eben diese Ballonfahrer, die wir vorhin gesehen haben, die fehlen. Darum hier nochmal der Aufruf, fangt das Spiel an zu verändern. The change fängt bei dir an. Jetzt, wie tun wir das? Wie kommen wir jetzt zu diesem Ergebnis, dass wir das Spiel verändern? Das Spiel zu verändern geht nach den, ich habe das jetzt gemacht, es gibt ein agiles Manifest, das auf der linken Seite einen Wert nennt oder ein Prinzip, das höher gewichtet ist als auf der rechten Seite. Darum jetzt hier sagen wir, fokussiert auf die Kooperation vor der Spezifikation. Heißt nicht, dass die Spezifikation nicht wichtig ist und dass man das nicht tun sollte. Sie ist aber weniger wichtig als die Kooperation. Ich gebe Ihnen zwei Prinzipien mit. Das erste Prinzip ist, regeln Sie zuerst die Kooperation, das genaue Vorgehen und den Umgang mit dem Ungewissen. Das können wir Komplexität nennen im Projekt. Das ist der Challenge, der im Lastenheft beschrieben werden muss, insbesondere der Umgang mit der Komplexität. Was mache ich, wenn einer das Bein bricht und ich habe das nicht vorgesehen oder was auch immer? Wie verhalten wir uns dann? Wenn wir diese Regeln aufstellen, kriegen wir Verlässlichkeit, Transparenz und Qualität am Ende vom Tag. Zweites Prinzip, ich beschreibe danach den groben Rahmen der Leistungsumfang, nach dem Prinzip dieses EDU, das heißt Enough Design Upfront und nicht nach BEDU, das ist Big Design Upfront. Big Design Upfront ist klassisches Verständnis, alles runterspezifizieren, hier bitte ausführen, genauso wie es da drin steht. Enough Design Upfront ist das, was das genügend, dass man versteht, was der Leistungsgegenstand ist, der Lösungsraum aber offen bleibt und daran weiter zu arbeiten, gemeinsam. Zum ersten Prinzip, eben diese Verlässlichkeit, glauben wir oder ich daran, dass Verlässlichkeit am Ende des Tages vor allem anderen steht. Nun, die Frage ist, wie entsteht Verlässlichkeit? Ich bin der Überzeugung, dass sie durch das entsteht, dass ich, wenn ich Vertrauen haben möchte, das durch Verlässlichkeit entsteht. Und Vertrauen ist am Ende des Tages das, was ich haben möchte in einer Kooperation, in einem partnerschaftlichen Vertrag, mit dem ich zusammen eine Software baue. Das ist das erste Prinzip. Von dem sind wir grundlegend überzeugt. Diese grundlegende Überzeugung muss in diesen Vertrag rein. Zweiter Teil, EDU.
Was ist EDU? Wir nehmen das Beispiel von einem Fahrzeug, nach Duden ein technisches Gerät zur Fortbewegung. Wie beschreibe ich jetzt das? Für das darzustellen oder bildlich darzustellen, was ist BEDU? Das ist BEDU. So wird das heute aufgeschrieben. Ist klar, es muss ein Auto sein, oder? Wird schon fokussiert. Ein Auto. Und wird schon genau gemalt, wie das aussehen soll. Und 2000 Spezifikationen dazu, die den Lösungsraum einengen. Ich muss aufhören, auf dem Lösungsraum zu arbeiten. Mein Raum für als beschaffende Stelle ist der Problemraum. Was ist das Bedürfnis, was ich haben möchte? Und das ist das, was wichtig ist. Das sehe ich gleich, das ist eine alte Folie. Da wäre eigentlich das Bedürfnis. Mein Bedürfnis wäre, ich brauche ein Transportfahrzeug, das Lasten wie Personen transportieren kann. Da kann ich das noch etwas einengen, sage Personen von mindestens 4, 1,5 Tonnen. So. Und dann male ich nur so ein Ding hin. Und sage, gut, und jetzt gestalten wir das zusammen. Ob jetzt das 3 oder 4 Räder hat, oder 5, oder wie auch immer, hinten, vorne, Xenonlicht, oder weiß ich was, alles egal. Schauen wir dann an, um das Problem zu lösen. Das ist, denke ich, wesentlich, dass wir anfangen, so auszuschreiben, diese Leistung auf das Minimale, was wir wirklich brauchen, das Bedürfnis zu reduzieren. Gut, unser Lösungsansatz jetzt mit dem Agile Agreement. Haben wir ein Wertversprechen, das wir mitgeben möchten und sagen, wir können maßgeblich die Durchlaufzeiten der Ausschreibungsphase zu Beginn beschleunigen. Bei der ersten Ausschreibung, die Sie nach diesem Prinzip machen werden, selbstverständlich nicht. Aber Sie werden beschreiben, wie wollen wir zusammenarbeiten. Und wie möchte ich mit meinem Partner zusammenarbeiten, was ist genau das Vorgehen etc. Und diese Dinge werden sich nicht einfach immer wieder ändern, weil jedes Vorhaben, das ich machen werde oder möchte, wird immer nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Also kann ich das eigentlich Copy-Paste machen. Was sich ändert, ist natürlich immer der Leistungsgegenstand, aber weil ich den nach viel kleiner oder einfach weniger umfangreich beschreibe, und mehr auf meine Bedürfnisse konzentriere, wird der auch schlanker, darum werde ich schneller werden. Ich werde automatisch durch diese Arbeitsweise, die ich beschreibe, einen richtigen Partner mit dem gleichen Mindset finden, weil die, die sagen, ich möchte nicht so arbeiten, werden gar nicht mitmachen. Ich fördere durch diese Art und Weise die Kooperation der Zusammenarbeit. Ich regle damit den Umgang mit der Komplexität und den kommerziellen Risiken. Das machen wir mit diesem Ansatz. Wir schaffen maximale Kostentransparenz und Preissicherheit mit dem Agile Agreement. Wir basieren auf werkvertraglichen Projektdurchführung. Also es bleibt ein Werkvertrag aus meiner Sicht. Es ist für mich wichtig, dass es ein Werkvertrag ist. Ich arbeite gerne so. Wir sichern gegenseitigen Erfolg. Wir schaffen Vertrauen. Ich habe von Best Practices gesprochen. Wir haben hier zwei Best Practices vom letzten Jahr. Größere Ausschreibungen, größeren Volumina. Bei diesem ersten Beispiel hier hatten wir ein Lastenheft von 50 Seiten. Und das ist etwa so der Benchmark, den ich mir vorstelle für etwa die Größe von einem Projekt. Wir hatten gewisse Teile, die waren sehr klar, was man machen wollte, und andere Dinge, die waren sehr offen im Lösungsraum. Dass dort eine Gestaltung von Grundleistungen und Optionen sich angeboten hat, ist klar. Das ist nicht der Clou von dem Ganzen. Der Clou war zu schreiben, wie wollen wir das Ganze angehen, wie wollen wir miteinander arbeiten und wie können wir zusammen dort agil in diesem Projekt arbeiten. Um diesen Fragen nachzugehen, was ich jetzt an alles denken muss, für so einen Vertrag zu bauen oder eben um festzulegen, wie wir zusammenarbeiten möchten in Zukunft und wie das dann diese Beschaffung zu gestalten habe, haben wir ein Canvas gemacht, nach Inspiration von Mirko Kleiner mit seinem Link Procurement Canvas. Wir haben auf der einen Seite die Bedürfnisse des Kunden, auf der anderen Seite haben wir das, was der Anbieter anzubieten hat, uns als Kunde. Und wir haben in der Mitte
der partnerschaftliche Kit, eben diese Zusammenarbeit, diese Kooperation, die wir brauchen, damit diese beiden zusammenarbeiten können, und zwar erfolgreich. Jetzt möchte ich gerne dort auf die einzelnen Punkte kurz eingehen. Und so versucht man dann auch, das Canvas auszufüllen. Man überlegt sich als Erstes, was ist der Leistungsgegenstand, den ich haben möchte. Aber wie gesagt, gehe ich dort auf die Vision. Ich muss wissen, warum mache ich was? Oder wozu tue ich das? Und was ist das Bedürfnis, das wir lösen möchten? Oder das Problem und nicht die Lösung? Und das bietet sich an, das ist vielleicht auch immer wichtig, für die, die nicht, das wurde auch schon gesagt, Agilität löst nicht alle Probleme, die wir haben. Und es gibt selbstverständlich Beschaffungen von Dingen, wenn sich das klassisch anbietet, machen Sie das bitte weiter so. Aber wenn wir eben, Agilität ist ein Werkzeug, das wir dann verwenden, wenn eben nicht ganz klar ist, was wir brauchen, oder das Ding zu komplex ist, dass wir es zu niederschreiben können und den Leistungsgegenstand genau beschreiben, dann bietet sich eben an, dies so zu tun. Gut. Der zweite Punkt ist Budget und Timeline. Ich werde meistens irgendein Business Case haben, irgend so eine Roadmap, die ich irgendwelchen Managern auch versprochen habe, die einzuhalten, oder wenigstens irgendwo in einer höheren Hierarchie. Wichtig ist dort zu prüfen, ja, ist mein Business Case stabil? Stimmt das? Habe ich Anbieter auf dem Markt? Funktionieren die? Ich möchte mal wissen, was die dazu sagen. Wir haben angefangen, RFIs zu machen, wie in der Privatwirtschaft. Das war das etwas, was Reto Madruz angetönt hat. Wir stellen eigentlich eine erste Phase von unserem Lastenheft mal vor, machen eine offene Fragerunde, laden alle ein und challengen das, bevor wir die Ausschreibung überhaupt starten. Das hilft, das zu challengen, zu verstehen, kommen überhaupt Leute, sind die interessiert. Wir können dann faktenbasiert weiterarbeiten und kriegen auch viel Input. Auf der anderen Seite suche ich Leute am Ende des Tages, wenn wir über Softwareentwicklung sprechen. Natürlich, es gibt Firmen, aber am Ende von Tag sind es die Individuen, die ich brauche, nämlich der Hans, der ist nämlich der Spezialist auf dem Thema, oder die Edith. Ich brauche Skills, die dazu passen, und ich brauche Factories. Factories meine ich, wenn wir auf Softwareentwicklung sprechen, gibt es viele Dinge, die hochautomatisiert laufen müssen. Insbesondere, wenn wir agil arbeiten. Stellen Sie sich vor, wenn wir immer wieder in 2-Wochen-Rhythmus immer wieder neue Software produzieren und das ausschippen möchten, dann muss das Zeugs automatisch dort auf die verschiedenen Integrationsstufen laufen. Das nicht, wenn ich das klassisch früher gemacht habe, habe ich die ganze Geschichte zum Schluss gemacht, einmal. Riesenaufwand, alle einmal gemacht, das erste Mal. Wenn ich das jetzt 2-wöchentlich mache, wird das schwierig, wenn ich das immer manuell tun sollte. Also muss ich das automatisieren. Also ich suche auch Partner, die das fähig sind zu tun. Alle anderen werden sterben in meinem Projekt, wenn sie das so machen. Außer sie haben irgendwie sehr viele Leute dahinter, die das manuell tun. Ich kriege eine Offerte und einen Lösungsvorschlag von dem, was ich machen möchte. Bei der Offerte ist es so, dass ich die Kosten natürlich sage, ja, was will ich jetzt? Will ich Stundenpools kaufen oder mache ich Optionen oder Grundleistungen, die sich auf einen Leistungsgegenstand, einen Teil dieses Leistungsgegenstands beziehen? Was mir dann überlassen im Design, wie soll ich das tun? Am liebsten würde ich sagen, schauen Sie, liebe Anbieter, ich habe hier 1 Million. Das ist mein Problem. Benchmark ist hier, offerieren. Mal schauen, wer kommt wie was. Sind Sie fähig, das zu diesem Preis zu tun oder unter diesem Preis? Das wäre so für mich die Vollendung von diesem Ansatz. Gut, nachdem wir diese kommerziellen Dinge geregelt haben und wissen, gegen was wir arbeiten, brauchen wir einen Kodex. Dieser Kodex ist Bestandteil von diesem Werkvertrag, regelt die Mitwirkungspflichten der beiden Parteien. Wir sprechen klar darüber, über welche Werte wir arbeiten, was für Prinzipien haben wir und welche Praktiken. Warum, was, wie. Und dort wird es dann sehr konkret, dass wir dann eben sagen, was passiert im Fall X, was passiert im Fall Y, wie verhalten wir uns dann? Oder was ist die Erwartung dieses Verhaltens?
Und das können wir als Beschaffungsstelle ausschreiben und so mitgeben. Können das dann auch ausfüllen lassen, bewerten. Merken wir, wie der Mindset funktioniert, so eine Möglichkeit für Zuschlagskriterien. Oder wir werden auch später im Projekt dann darüber sprechen. Gut. Scope Governance ist ein Thema, hat auch Reto Madutz gesagt, wir müssen festlegen, diese Ungewissheit von einem Umfang, der sich immer bewegt, was machen wir mit dem? Mit dem müssen wir umgehen. Es ist eine ständige Veränderung. Wir brauchen klare Regeln, wie das der geht, wie dass wir dazu etwas tun. Diesen Prozess habe ich 2015 ausführlich erklärt, da gibt es noch ein Video dazu, das können Sie sich gerne dort auch anschauen, das erklärt, wie funktioniert dieser Governance-Prozess. Ich brauche auch Eskalationsprozesse, was mache ich im Fall, wenn man sich nicht einig wird. Diese Dinge müssen geregelt sein. Ich wähle ein Framework aus, ist eigentlich egal, was Sie machen. Heute ist es Scrum, morgen ist es Safe, übermorgen ist es weiß ich was. Wenn wir agil von diesem Mindset sprechen, ist das Framework, der Prozess unwichtig. Wir müssen uns einfach auf einen festlegen und sagen, wir haben das gleiche Verständnis, mit diesem zu arbeiten. Checkpoints, wir regeln, was haben wir für Exits. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese auszugestalten. Reto Madutz hat heute auch einige erwähnt, es gibt noch viele andere. Safety Chart und Risk Share, wir definieren, was sind die einkalkulierten Transparenz, wir wollen sehen, was sind die einkalkulierten Risiken, die der Anbieter tut, das können wir mitbewerten. Plus, wir definieren auch, was ist ein Risikoanteil des Anbieters, wenn wir zusammen in der Zukunft unterwegs sind und es einen Change Request gibt. Change Requests werden gesteuert, indem dass sie beidseitig bezahlt werden, zu einem fixen Satz, der vorab in der Beschaffung festgelegt wird. Und zum Schluss, wo auch ein Risiko ist, sollte auch immer auch eine Möglichkeit sein zur Kompensation. Also habe ich einen Effizienzbonus, wenn ich schneller, besser, günstiger bin als vorgesehen, dass ich auch Geld zurückkriege. Das ist aus der Sicht des Kunden, was er dann dem Lieferant gibt. Nicht in diesen Folien enthalten, gibt es dann noch einen, aber im Handout, wir haben zu wenig Zeit, gibt es ein Beispiel, oder gibt es Beispiele, die aufgeführt sind hier zu all diesen Dingen, als Best Practices, die wir jetzt aus diesen drei Ausschreibungen mitgenommen haben, für Sie dort reingeschrieben. Sie können oder hoffen, dass Sie durch die etwas inspiriert werden. Diese Folie möchte ich Ihnen auch gerne mitgeben, ein Hilfsmittel, wie man Edu macht. Edu kann man sehr gut machen mit diesem Storymapping, die das nicht kennen. Es gibt viele Bücher dazu, genug Theorie. Das ist ein extrem gut bewährtes Hilfsmittel. Das Schöne daran ist, dass Sie immer anfangen von oben nach unten. Sie gehen vom Groben ins Tiefe und Sie merken dann automatisch, wo ist dann genug. Wenn Sie ein Problem haben, wie jetzt hier, wo jetzt ein Online-Webshop gebraucht wird, zerlege ich den einfach immer in kleinere Teile und gehe dann Stufe für Stufe runter, bis wir das Problem, denke ich, genügend gut verstanden haben, dass es auch ein Dritter verstehen könnte. Und hören dann irgendwo auf und sagen, gut, und das ist auch dann unsere Priorität, das müssen wir bauen, das ist das Minimale, das wir verlangen am Markt, das gemacht wird, für den Preis, den wir, oder das Budget, das wir in unserem Auge haben, und das ist dann das eben das berüchtigte MVP, das Minimal Viable Product. Einfach diese Methode möchte ich Ihnen gerne mitgeben, das ist, denke ich, eine gute Sache. Damit wäre ich am Ende. Mehr zu diesem Thema finden Sie auch dann im Handout www.agileagreement.com. Wir sind im Moment am Aufbauen eigentlich einer Plattform, wo wir eigentlich all diese Dinge, die wir jetzt erarbeiten, zur Verfügung stellen möchten. Menschen, die interessiert sind, dort weiterzuarbeiten, sind herzlich willkommen. Wir sind dort etwas die Väter, der Christian und ich, von diesem Ding. Versuchen, das Ganze weiterzuziehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Merci, Thomas. Gibt es Fragen?
Also die Frage ist schon, wenn es ein Werkvertrag sein soll, das Ganze, und man regelt alles wunderschön, die Zusammenarbeit, das ist alles gut, aber am Schluss braucht es eine Abnahme. Gegenüber was nehmen Sie denn ab? Weil wenn, was ist, wenn am Ende Geld der Nutzen noch nicht da ist? Dann ist dann schon die Frage, schuldet der Anbieter der Erfolg oder hat er einfach eine gute kollaborative Zusammenarbeit geschuldet? Ich verstehe Ihre Frage. Also diesen Werkvertrag, den wir gebaut haben, haben wir einen Kunstgriff. Oder? Wir haben einen Backlog, das bildet eigentlich die Grundleistung und die Option. Und wir haben so einen Kunstbegriff gemacht, der heißt Arbeitspaket. Wir definieren aber nicht die Größe eines Arbeitspaketes. Wir haben extra einen anderen Begriff gewählt, weil wir nicht etwas Vorbelastetes aus dem agilen Umfeld machen wollten. Die Idee ist, dass man so ein Arbeitspaket nimmt, man definiert das, das kann eine Größe von einem Sprint haben oder meistens von einem Release. Und aufgrund dieses Arbeitspaket wird dann normalerweise, wenn jetzt in der Agilität, entschuldigen Sie jetzt die vielen Ausdrücke, wird so ein Backlog-Grooming erarbeitet zusammen. Es gibt eine, kommt in einen Sprint rein oder kommt in, wird in mehrere Sprints eingeplant. Und am Ende dieser Sprint X ist dann dieses Paket vollständig da, ein lauffähiges Produkt, und das wird abgenommen. Und das wird rechtlich abgenommen, dieser Teil. Und dieser Teil hat dann auch eine Gewährleistung drauf, eine Haftung drauf, etc. Aber es ist, und dann steht dieses Teil hier zur Verfügung. Macht natürlich, ich muss das natürlich so paketieren, dass es lauffähig sein kann. Wenn ich das nicht kann, muss ich halt mehrere Arbeitspakete aneinander tun, bis es irgendwo sinnvoll ist und sage, gut, jetzt können wir das abnehmen. Und dann nehme ich das nächste und baue ich dann wieder drauf. Also es ist für mich dann nichts anderes als eine Weiterentwicklung in diesem Sinne von einem Produkt, das dann halt innerhalb von einem Projekt gemacht wird. Aber auch wenn das Projekt abgeschlossen wird, geht eigentlich dieser Mechanismus genau gleich weiter, weil ich das Ding für ewig hoffentlich lange weiterentwickeln möchte. Beantwortet das Ihre Frage? Ja, also Sie machen einfach viele kleine Werkverträge letztlich. Ich mache einen Rahmenvertrag mit Einzelabrufen und der Einzelabruf ist immer ein Werkvertrag, genau. Ich regle aber im Rahmenvertrag, dass das nicht so eine riesige Formalität ist, sondern dass es standardisiert wird. Es geht darum, wir haben meistens arbeiten mit Jira, gibt es dann klare Dinge, die dort abgefüllt werden müssen und diese gelten dann als Werkvertrag. Aber in der Beschaffung können Sie dann nicht von Anfang an quasi einen Fixpreis, also Sie haben am Anfang gesagt, Sie möchten trotzdem Fixpreis, genau. Und Sie können einen Fixpreis dann vereinbaren für so ein Paket. Ja, aber am Anfang werden Sie vermutlich irgendwie ein bestimmtes Volumen mit irgendwelchen Ratecards oder Preis pro Sprint oder was weiß ich. Aber der Preis am Anfang für das Endresultat, also... Also ich gehe davon aus, ich schreibe jetzt beispielsweise ein CRM aus und sage, ich möchte ein CRM haben. Ich bin bereit, so viel dafür zu bezahlen. Und dann kriege ich mit der Beschaffung einen Rahmen, weil es gibt einen Zuschlagspreis, der ist, keine Ahnung, 5 Millionen. Und so, das ist jetzt meine Arbeitshypothese. Und es müssen beide Parteien verstehen, innerhalb von 5 Millionen müssen wir das Ding bauen. Wie das Ding jetzt bisschen breiter, höher, runder, wie auch immer ist, sehen wir dann auf der Reise, ob der Fixpreis, das CRM, das Problem, und das muss ich natürlich beschreiben, das ist mein Need, ich brauche ein System, oder das mir diese und diese Probleme löst, das ist der Gegenstand, gegen den ich arbeite. That's it. Das braucht natürlich Vertrauen, nicht wie, sonst würde ich jetzt hier schreiben, ja, ich mache genau diese, alle diese Funktionen haben. Das ist ja das Kontroverse, wenn wir sagen, ja, darum wollen wir agil arbeiten. Das ist die bessere Art, weil wir gar nicht wissen, was wir haben möchten. Also nicht der Anbieter sagt, das kostet 5 Millionen. Sie sagen einfach, ich habe 5 Millionen. Liebe Anbieter, die das für 5 Millionen machen könnt, meldet euch alle. Ja, das ist die Idealwelt für mich. Und das kann ich ja steuern als Beschaffer. Ich kann ja ausrechnen, ich kann das im Stundenpool rechnen beispielsweise. Ich kann sagen, gut, 5 Millionen geteilt durch so viel einen Stundensatz etwa am Markt, ergibt das, jetzt alle Anbieter hier Preis, Stundensatz oder Tagespreis eintragen. Deck, komme ich etwa auf eine Summe, das ist dann mein Pool, mit diesem löse ich dann meine Grundleistung und meine Option. Das wäre so eine Möglichkeit. Du darfst gar nicht fragen. Ne?
Ich möchte nur ganz kurz ergänzen. Daniel, ich lade dich herzlich dazu ein, um 17 Uhr im Raum 003 werden wir entlang von diesen Linien ein konkretes Beispiel durchdeklinieren und aufzeigen, wie das funktionieren kann. Vielleicht werden Sie die eine oder andere Frage in dem Rahmen auch lösen. Ja, also das Ding ist nicht ganz einfach zu verstehen, ist mir schon klar. Braucht etwas Zeit. Leider reichen 30 Minuten für das nicht aus. Danke, Vladi, du hast dann noch mal 30 Minuten noch zu zeigen. Wir können dann gerne auch bilateral weiterreden. Ich hätte auch noch eine kurze Frage, aber ich zeige. Wir haben noch einen sehr gefüllten... Ja, gerne. Bitte, ich bin da. Ja. Danke für die Fragen.